Moin ihr lieben Leute und herzlich willkommen zu diesem zweiten Crashkurs auf dem Kanal. Heute geht's, wie man vielleicht vage erahnen kann, ums Thema Licht. Und zwar darum, wie ihr Personen ausleuchtet, auch erstmal, wie ihr lernt einzuschätzen, wie ihr eine Situation mit Licht verändern müsst, um zu einer schönen, angenehmen, für euch genehmen Beleuchtung zu kommen. Und keine Sorge, ihr braucht nicht so viel Klumbatsch, wie ich jetzt hier um mich herumgestellt habe, sondern es geht auch mit wenig und vor allem günstigem Equipment. Auf geht's! Hi, mein Name ist Andi, ich bin Filmemacher und Fotograf und wenn wir über das Thema Ausleuchten von Personen sprechen, dann muss man sich zwangsläufig mit der Drei-Punkt-Beleuchtung auseinandersetzen. Das ist quasi die Grundlage, die absolute Grundlage des Filmlichts und auch in der Fotografie. Und auch in diesem Video werden wir uns ein bisschen an dem Thema entlangarbeiten, aber nicht nur. Ich zeige euch auch Tricks, wie ihr mit diesem sehr klassischen Schema brechen könnt. Vielleicht gerade, wenn ihr gar keine drei Lampen zur Verfügung habt. Und seht ihr diesen Flair hier? Geil, gefällt mir voll. Oder einfach auch deswegen, weil es beim Thema Ausleuchtung von Personen, Filmlicht im Allgemeinen kein klassisches richtig oder falsch gibt. Das ist sehr stark abhängig vom Geschmack, aber auch von der Stimmung, die ihr erzeugen wollt. Ich mache das Ganze nicht allein. Ich habe mir heute mal Hilfe geholt. Das ist Peter, langjähriger Freund von mir. Wir sind noch bei ihm in der Wohnung. Wir haben zusammen schon vor über 15 Jahren Filme gedreht. Das lässt einen leider unfassbar alt erscheinen. Ja. Und er wird mir heute als freundlich stillschweigendes Lichtmodel dienen. Schauen wir uns kurz mal das Equipment an, das man für diesen Zweck verwenden kann. Es gibt natürlich Milliarden unterschiedlicher Lichtquellen, Beleuchtungsarten, Lampen, was auch immer. Für uns unterscheiden die sich gestalterisch, aber eigentlich nur in ein paar ganz wenigen Merkmalen. Vier, würde ich sagen. Nämlich zum einen natürlich die Größe, es gibt große und kleine Lichtquellen, klar die Helligkeit, die Farbe, warm, kalt. Und der Abstrahlwinkel, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Für die Ausleuchtung von Personen würde man meistens eigentlich große Lichtquellen verwenden. Und ich denke, der Klassiker dafür ist aktuell zumindest ein LED-Licht mit einer Softbox drauf. Habe ich hier zum Beispiel oder auch da oben. Das sind meine Godox, Name vergessen, wie auch immer. Die Aperture 120D ist da momentan populär. Gibt viele Lampen, auf die man eben Lichtformat draufsetzen kann. Und Softboxen sorgen für ein großes, weiches Licht, das sorgt dann auch für weiche Schatten im Gesicht und in der Regel will man das eigentlich haben. Hier ist jeweils noch ein Grid drauf. Das braucht man nicht zwingend, das hat einfach den Effekt, ich habe ja eben den Abstrahlwinkel erzählt, dass das Licht stärker gerichtet wird, stärker auf das Objekt, auf die Person trifft und nicht ganz so stark die Umgebung erleuchtet. Meistens möchte man das haben, um das Licht ein bisschen stärker fokussiert zu bekommen. Eine andere Lichtquelle sind zum Beispiel solche Light Panels, solche größeren Light Panels. Das hier ist auch von Aperture, das LS1C, so 1 kW stark. Das kostet jetzt um die 700 Euro, die gibt es aber auch von Firmen wie Neuer oder GVM oder so schon für um die 100 Euro. Und das sind ziemlich gute Lösungen, weil das ist halt ein Gerät, ein schon relativ großes Panel und das kann für sich genommen eigentlich auch schon genug Größe und damit Weichheit haben, um als alleiniges Keylight zu dienen. Ja, und hat einfach ein geringeres Packmaß. Kleinere Lichtquellen, wie zum Beispiel solche LED-Panels hier oder so ein Strahler, der dann auch stärker gespottet werden kann, gibt es, um zum Beispiel Effekte ins Bild zu bringen. Die sind meistens auch bicolor, man kann die Farbe wählen und das ist halt schön für die Gestaltung. Darüber hinaus gibt es dann aber auch noch Beleuchtungsmittel, würde ich es nennen, die gar nicht elektrisch sind. Typischerweise so ein 5-in-1 Faltreflektor. Ich habe meinen natürlich jetzt für die heutige Aufzeichnung vergessen. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil ihr werdet wahrscheinlich auch bei der Arbeit häufig in Situationen sein, wo ihr irgendwas bräuchtet und genau das nicht dabei habt. Deswegen haben wir uns kurz mal eben damit beholfen, irgendwas selbst zu basteln. Und zwar einen super professionellen weißen Reflektor, einfach mit weißem Papier bespannt. Ist auch im Grunde genommen ja egal, weil ein Reflektor ist einfach nur eine ebene Fläche, die reflektiert und das typischerweise in Weiß. Es gibt, kennt ihr vielleicht auch diese Gold- und Silberreflektoren, von denen bin ich persönlich nicht so der Fan, weil Silber sehr hart ist und Gold, keine Ahnung, ich kenne keine Situation, in der man Gold verwendet. Und das haben wir auch eben gefunden, einfach ein klassischer weißer Regenschirm. Erfüllt denselben Zweck und könnte genauso verwendet werden. Gut, gehen wir mal in die Praxis. Wir haben jetzt Peter einfach mal auf den Stuhl platziert. Im Grunde genommen für eine recht klassische Porträteinstellung, wie man sie zum Beispiel bei einem Interview führen würde. Wenn wir mal aufs Bild gucken, dann ist auf jeden Fall offensichtlich, dass der Vordergrund viel zu dunkel ist. Wir haben zwar im Hintergrund ein paar schöne Elemente, wir haben die Pflanze, wir haben das Fensterlicht, was reinkommt. Und das Bild ist so belichtet, dass das Fensterlicht, also das Fenster selbst, nicht überstrahlt. Heißt natürlich, der Vordergrund ist aktuell noch viel zu dunkel. Was wir machen sollten als allererstes, ist immer ein Führungslicht setzen. Das habe ich vorhin genannt, das ist das sogenannte Keylight. Und das ist das Licht, was zum einen das Hauptlicht für die Person darstellt und das Licht, was idealerweise auch irgendwie motiviert sein sollte. Es ist so, ich würde das Keylight jetzt auf die linke Seite setzen und nehme dafür mal eine große Softbox. Ganz einfach aus dem Grund, rein gestalterisch. Hoppala. Peter ist im Bild
aktuell so positioniert, dass die offene Seite des Bildes, die Richtung, die Seite, wo er quasi hinschaut, wo mehr Platz ist, ist die linke Seite. Und deswegen sollte das Hauptlicht auch von dort kommen. Das muss man nicht machen, das ist einfach so eine grundlegende gestalterische Regel, dass man eher ins Bild reinschauen sollte. Und in die Richtung, in die die Person guckt, sollte dann eben die Seite sein, von der auch das Keylight kommt. Zweiter Grund, warum ich auf jeden Fall das Keylight in diesem Fall nach links setzen würde und das Bild auch so eingerichtet habe, dass es nach links offen ist, ist eben das Fenster im Hintergrund. Es ist natürlich vollkommen unrealistisch, dass ein Fenster, was hinter Peter ist, das Licht, das jetzt von vorne auf ihn fällt, motivieren würde sozusagen. Aber Filmlicht ist sowieso ganz viel angelernte Psychologie. Und in diesem Fall ist es eben so, dass wir das für deutlich glaubwürdiger halten, wenn das Licht auch von der linken Seite kommt, wo wir hinten im Bild einfach auch schon eine Lichtquelle sehen. So, das Licht ist bei mir jetzt auf 100% momentan gestellt. Das sieht auch eigentlich schon gar nicht so übel aus. Ich habe jetzt hier eine relativ große Lichtquelle. Keine Ahnung, so eine ganz billige Futter-Softbox für ein paar Euro. Die hat ungefähr 80 cm Durchmesser. Ist etwa, würde ich sagen, 1,20 Meter von Peter entfernt. Und ist eigentlich auch eine ganz gute Entfernung. Grobe Faustregel sagt man, wenn man wirklich weiches Licht haben will, dass ungefähr die Größe der Lichtquelle auch die Distanz zur Person sein sollte. Ist jetzt nicht ganz der Fall, aber im Groben passt das. Das Grid habe ich draufgelassen, einfach aus dem Grund, dass ich den etwas dunkleren Hintergrund eigentlich ganz gern ein bisschen abgesetzt halten möchte und gar nicht so viel Licht draufgeben will. Wenn wir jetzt mal vergleichen, größere, kleinere Lichtquelle, ich könnte das hier nochmal wegstellen und stattdessen beispielsweise das Light Panel, das große Light Panel, das ich vorhin schon erwähnt hatte. Hoppala. Naja. Das große Light Panel, das ich vorhin schon erwähnt hatte, hinstellen und das als Keylight verwenden. Das wird ziemlich sicher genauso funktionieren. Also mal gucken, wie viel wir dafür brauchen. Ja, ist etwas wenig. Kann man noch mehr geben, aber auf keinen Fall zu viel, dass das Gesicht nicht ausbrennt. Etwas weniger, würde ich sagen. So, da sind wir bei 40%. Sieht auch ganz gut aus. Das ist, wenn ihr jetzt mal überlegt, von der Größe der Lichtquelle, vielleicht eine Diagonale von etwas mehr als ein DIN A4 Blatt und vom Schattenwurf, klar, es ist kontrastreich im Bild, aber schon noch weich. Also würde sagen, das kann man momentan auf jeden Fall noch machen. Insofern, ich hatte erwähnt, so ein Light Panel ist auf jeden Fall auch eine gute Option, wenn ihr erstmal nur in was Kleineres investieren wollt und vielleicht nicht so eine riesige Softbox haben wollt. Ich werde jetzt trotzdem nochmal die Softbox verwenden, einfach um die maximale Weichheit, die maximale Softness ins Bild zu bringen. So. Jetzt ist das Licht wieder an. Wenn man Lichter rund um eine Person positioniert, man will ja in der Regel immer Kontur ins Gesicht bringen. Das heißt, man will Verläufe ins Gesicht reinmodellieren. Das ist das, was letztlich das Ganze so ein bisschen dimensional erscheinen lässt, was es dreidimensional erscheinen lässt und eben so ein bisschen Spannung reinbringt. Also flaches Licht von vorne ist immer das Langweiligste. Deswegen würde ich das Keylight, es ist keine Faustregel, aber man hat meistens einen ganz guten Startpunkt, wenn ihr es so im 45-Grad-Winkel, 45 Grad in diesem Fall nach links versetzt, von eurem Modell aufstellt. Ja, und dann je nach Umgebung kann man es auch noch variieren. Aber hiermit bin ich momentan eigentlich schon ganz zufrieden. Ich würde jetzt einfach mal mein Light Panel, was ich eben schon hatte, als zweite Lichtquelle ins Spiel bringen. Und die ist neben unserem Führungslicht unser Fill Light. Aufhellung. Einfach nur deswegen, um die Gegenseite, die jetzt momentan nicht beleuchtet wird, aufzuhellen. Auf keinen Fall zu überstrahlen. Das Wichtige ist, dass ein Fill Light, wenn ihr es ins Spiel bringt, immer schwächer sein sollte als die eigentliche Führung. Ich mache es jetzt mal aufs absolute Minimum, das mir die Steuerung anbietet, wenn man es wegmacht. Ihr seht es auf jeden Fall, ein großer Unterschied. Tatsächlich ist es mir eigentlich schon zu viel Aufhellung, denn ich mag ganz gerne so ein bisschen kontrastreiches Bild behalten. Da ich schon auf dem Minimum beim Fill-Light bin, kann ich einfach die Entfernung etwas erhöhen und damit ist ja auf jeden Fall ganz gut ausgeleuchtet. Klar, wenn ihr ein Licht weiter wegstellt oder näher dran bringt, ist auch das immer eine Möglichkeit, die Lichtintensität zu verändern. Und hier verhält es sich einfach direkt proportional. Also doppelter Abstand der Lichtquelle zum Objekt ist halbe Lichtleistung.
halbiert ihr den Abstand, habt ihr wieder die doppelte Lichtleistung, die auf das Objekt trifft. So, jetzt haben wir im Grunde genommen schon zwei Lichtquellen reingebracht und eigentlich sieht das auch schon, finde ich, relativ gut aus. Peter ist ziemlich gut ausgeleuchtet. Du guckst ganz schön grimmig. Du darfst auch lachen. Das dritte Licht, was man bei der Dreipunktbeleuchtung reinbringt, ist das Spitzlicht oder Rimlight, Kantenlicht. Das wird von hinten gesetzt und zwar traditionell von der entgegengesetzten Seite des Führungslichts. Und das dient vor allem dazu, die Person vom Hintergrund abzugrenzen. Hatte ich ja in einem früheren Video auch schon mal erwähnt. In diesem Fall ist es nicht besonders wichtig, aber es wird wahrscheinlich besonders effektiv sein, weil Peter hat dunkle Haare und der Hintergrund hinter ihm ist momentan auch dunkel. Also wird wahrscheinlich die Spitze jetzt sogar eine besonders starke Separierung bedeuten. Ich nehme mal ein kleines Licht. Im Grunde genommen ist es erstmal egal. Ihr könntet auch eine große weiche Lichtquelle für die Spitze nehmen. Es ist aber in der Regel eigentlich nicht so wichtig. Und meistens ist es so, dass man beim Spitzlicht sogar eher ein stärker fokussiertes Licht haben möchte, weil das ist so das künstlerischste, das artifiziellste Licht im Bild und man möchte oftmals nicht, dass das jetzt gerade eben gesetzte Lichtsetup vom Spitzlicht allzu sehr beeinflusst wird. Sieht man mich noch? Ja, tut man. Ich setze es also auf die dem Keylight entgegengesetzte Seite. Mach's mal an. Hoppala, das wird wahrscheinlich viel zu hell sein. Intensität runterregeln, vielleicht mal so auf grob die Hälfte. Das ist, wie gesagt, jetzt ein kleines LED-Panel, 15 cm Durchmesser, wirklich keine große Lichtquelle. Die Lichttemperatur, die Farbtemperatur stelle ich mal etwas kühler als Tageslicht ein, um einen Kontrast nach hinten zu bringen. Gucken wir mal drauf. Ja, sichtbar, aber tatsächlich mir doch deutlich zu schwach. Da hätte ich gedacht, dass der Effekt stärker ist. Also einfach mal die Helligkeit erhöhen, verstärken und gucken, wie sich das Ganze verhält. Und tatsächlich haben wir hier auch schon deutlich stärkere Kante. Und ihr seht eben, wenn ich es jetzt gleich nochmal ausschalte, dass vor allem die Separierung seines Kopfs vom Hintergrund damit bezweckt wird. Ich würde es auch noch ein bisschen stärker eindrehen. Wichtig ist auch hier, ich habe eingangs gesagt, man kann das Dreipunktlicht variieren, auch was weglassen. Ich nutze es tatsächlich total selten, einfach aus dem Grund, weil mit dieser Art zu beleuchten eine Person ja sehr gut ausgeleuchtet wird. Und in meinem Job brauche ich das teilweise auch, meistens eigentlich sogar, weil gerade so bei Corporate-Situationen wollen die Firmen modern, sehr clean, Hochglanzlook haben, der meistens auch sehr hell ist. Für mich selbst fände ich es eigentlich deutlich spannender, ein bisschen kontrastreicher zu leuchten. Deswegen, wenn ihr gar keine drei Lampen habt, würde ich euch eigentlich empfehlen, das erste Licht, was man guten Gewissens immer weglassen kann, ist das Auffälllicht auf der Seite. Wenn ich das mal ausmache, bumm, wird Peter automatisch ein bisschen kontrastreicher, meiner Meinung nach sogar eigentlich spannender. Und streng genommen ist es immer noch eine Dreipunktbeleuchtung, denn er wird ja immer noch aufgehellt, er ist nicht schwarz, das Umgebungslicht übernimmt einfach die Aufhellung. Man könnte diesen Look jetzt sogar noch ein bisschen verstärken. Leider kann ich euch das gerade nicht zeigen, wenn ihr zum Beispiel einfach eine schwarze Fläche nehmen würdet. Ne? Hier daneben ihn halten würdet, so wie man es auch mit einem Reflektor zur Aufhellung machen kann. Damit würdet ihr sozusagen das Licht, was von überall aus dem Raum reflektiert auf ihn drauf trifft, noch ein Stück wegnehmen. Alternativ könnte ich auch, wenn ich eine subtilere Aufhellung haben möchte, so ein bisschen Reflektor ins Spiel bringen. Ihr seht, das ist ganz subtil. Aber auf jeden Fall eine sichtbare Aufhellung. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man und vor allem mit welchen Lichtquellen man damit spielen kann. Und ich finde gerade die Aufhellung ist das, wo man am subtilsten mitgestalten sollte, weil ja, man damit eben diese Dreidimensionalität im Gesicht, die ich angesprochen hatte, eigentlich besonders gut rausbringt, je nachdem, wie stark man den Kontrast setzt. Kleine Info übrigens noch, dieser Look, den ich mache mit zwei Lichtern, so ein Zangenlicht nenne ich es, mache ich deswegen, weil Sexismuskeule, ich tatsächlich sehr, sehr häufig Männer vor der Kamera habe, weil, kann man jetzt darüber streiten, im Unternehmensumfeld es häufig die CEOs sind, die männlich sind und für Männer funktioniert dieser kontrastreichere Look etwas besser. Frauen würde ich sanfter, würde ich weicher ausleuchten und da dann auch wieder stärker mit einer Aufhellung oder einem Fill-Light arbeiten. Übrigens, ihr habt wahrscheinlich gemerkt, bevor ich das Spitzlicht gesetzt hatte, dass das Bild schon gar nicht so schlecht aussah. Und auch das Spitzlicht, dadurch, dass ich es als artifizielles Licht bezeichnet habe, ist eben das, was vor allem einem gestalterischen
hoppala, Zweck dient und eben die Person vom Hintergrund rausmodelliert. Wenn ihr ein bisschen naturalistischeren Look anstrebt, könnt ihr auch das weglassen. Und was wir jetzt haben, ist eigentlich ein sehr simpler, aber trotzdem finde ich relativ realistischer Look. Dadurch, dass wir das Fenster im Hintergrund haben, ist unser Führungslicht von vorne eben ganz gut motiviert. Und mit gerade mal einer einzigen Lampe, die 100 Euro kostet, und einer Softbox, die, ich habe keine Ahnung was, wahrscheinlich keine 50 Euro kostet, habt ihr eigentlich einen schönen, clean und absolut vorzeigbaren Look erzeugt. Eine weitere Sache, die wir jetzt machen könnten, ist streng genommen ein bisschen gemogelt, denn es hat nichts mehr mit dem Thema Personenausleuchten zu tun, wäre den Hintergrund ein bisschen zu verändern. Also wenn ich nochmal unsere ursprüngliche Lichtsituation herstelle, dann ist unser Hintergrund jetzt einfach noch komplett unbedarft, so belassen wir halt ursprünglich in diesem Zimmer ist. Da hinten ist eine kleine Lampe, wenn die jetzt einfach mal von Zauberhand angeht, können wir ein bisschen Wärme reinbringen. Und das ist nicht nur ein Gimmick, sondern verändert natürlich wieder die Stimmung. Bisher war es so, ich hatte gesagt, unser Führungslicht ist von der Lichtfarbe des Fensters im Hintergrund motiviert. Jetzt, wenn wir so ein bisschen Wärme im Hintergrund dazu bringen, wäre das eine ganz gute Möglichkeit, um durch Farbfolien zum Beispiel auch unser Führungslicht ein kleines bisschen wärmer zu machen. Es wäre jetzt ein größerer Akt, das vorne dran zu spannen. Vielleicht kann man das irgendwie ein bisschen simulieren. Ein Unterschied ist ganz geringfügig sichtbar. Ihr wisst, was ich meine. Also die Lichtstimmung, die wir im Raum erzeugen, sollte immer ein bisschen durch das motiviert sein, was an sichtbaren Lichtquellen vorhanden ist. Das kann Fenster sein, es kann die Umgebung sein, es können aber eben auch künstliche Lichtquellen sein. Eine letzte Sache, die man jetzt noch machen und zeigen könnte, beträfe das Führungslicht und den Abstrahlwinkel. Ich hatte euch gesagt, ein Führungslicht, wir wollen meistens weiche Schatten haben, wir wollen meistens eine große Lichtquelle haben. Das ist aber kein Muss, das ist eine rein gestalterische Entscheidung. Eine Möglichkeit wäre es auch, die Softbox abzunehmen, was hoffentlich sogar mal unkompliziert funktioniert. Jetzt ist natürlich sehr viel mehr Licht vorhanden. Das Lichtbild dürfte deutlich überbelichtet sein. So ein Diffusortuch nimmt immer mindestens eine Blendenstufe an Licht weg. Entsprechend muss das jetzt mal ein bisschen runtergeregelt werden. Und auf die Weise können wir natürlich einen deutlich härteren Look erzeugen, wenn das gewünscht ist. Auch hier würde ich sagen, das ist, wenn dann, eher für Männer geeignet. Ihr seht es jetzt hier auf der rechten Seite, fällt ein deutlich härterer Schatten. Das kann je nach Situation auch gewünscht sein, dass man einfach mal ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Härte reinbringt. Achtet mal drauf, im Fernsehen, Studios leuchten praktisch immer mit harten Scheinwerfern aus. Die Leute haben immer harte Schatten an Kinn, Nase, sonst was, die meistens von der Gegenseite weggeleuchtet werden. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Lampen so hoch und so weit entfernt hängen, sind das eigentlich immer relativ kleine, harte Lichtquellen. Ist also kein No-Go, kann man machen, wenn gewünscht. So, das würde ich sagen, war es jetzt erstmal zum Thema Personen ausleuchten. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen klar machen, wie viele Möglichkeiten zur Gestaltung es gibt und dass das Ganze eben auch gar nicht aufwendig sein muss, sondern ihr mit drei, die können auch sehr billig sein, Lampen oder auch zwei oder auch mal nur einer, schon coole Looks, naturalistische Looks, realistische Looks oder eher künstliche Looks erzeugen könnt und damit die Stimmung in eurem Bild, in eurem Video einfach sehr, sehr stark beeinflussen könnt. Ich hoffe, dass ich auch eure Stimmung sehr stark beeinflussen konnte, zum Positiven hoffentlich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen netten Kommentar freuen, über ein Like oder als Krone sogar über ein Abo. Dieses Gebettel am Ende ist leider immer ein bisschen notwendig, denn ihr wisst wahrscheinlich, der YouTube-Algorithmus ist momentan sehr auf diese Dinge gepolt. Ich würde mich freuen, wenn ich euch einen kleinen Impuls zum Ausprobieren, zum Experimentieren mit Licht geben konnte. Danke euch fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, ciao.